Unsere liebe Anneliese, voriges Jahr haben wir zu Weihnachten ein schönes Geschenk für dich ausgewählt. Dieses Jahr kriegst du auch noch etwas Schöneres geschenkt. Es kommt von Herzen. Du hast als niemand angefangen, eine gewöhnliche Betrügerin. Du hast dich bemüht, Kopf der Mafia zu sein. Doch du bist nur eine lächerliche Marionette. Du hast es nicht geschafft, uns umzubringen und uns anzuschwärzen. Dein Plan wurde vereitelt. Du und deine Kumpane Herbert, Jutta und Waltraud sind Jämmerlinge, die auf Lebenszeit verurteilt werden. Du warst mit deinem verstorbenen Bruder nicht mal fähig, das illegale Wohnhaus in Glanekebeck 5 zu verwalten. Wir, von dir als zwei soziale Schmarotze bezeichnet, haben dich überlistet. Du bist nur Ruine und für uns sowie für alle mafiose Vereinigungen zum Lachen. Kurz zusammengefasst. Erstens, dein Versuch bei dem Beamten Dussing uns anschwärzen. Nein, wir herstellen keine Drohnen mit chinesischem Kleber. Zweitens, dein Versuch uns umbringen. Wir haben alles mit einem Lächeln auf den Lippen abgewendet, weil ihr halt dumm seid. Drittens, die Anschwärzungen bei Beamten und die Vereinbarung mit der Polizei, mit dem ersten Staatsanwalt sowie mit Richter wieder mal umsonst. Viertens, die Einschüchterung und Drohung per E-Mails, verfasst in der Zusammenarbeit mit Waltraud, aber von Herbert gesendet. Viele grammatische Fehler, wie nach einer Party mit Kokain. Fünftens, die Verhinderung der Begegnung mit Leuten von SPÖ, unrechtmäßige Kontaktaufnahme mit Ärzten meines Freundes sowie mit seiner Krankenkasse. Niemand mehr hat vor dir Angst. Schreibe dir das hinter die Ohren. Sechstens, die Kirsche auf der Torte. Die Verhinderung der Begegnung mit Halleiner Bürgermeister. Darum hast du dich auch gekümmert. Wir haben Beweise, dass du Leuten schwarze Arbeit vermittelst. Du ziehst den Kürzeren die ganze Zeit und du weißt es sehr wohl. In deinem Alter heißt es, die Verurteilung auf Lebenszeit. Spielst du die Rolle Chefin der Mafia? Du bist ja keine gute Schauspielerin. Diese Rolle passt zu dir überhaupt nicht. Du solltest den Paragraph 278a Strafgesetzbuch kennen. Dazu kommt die Bestechung des Staatsanwaltes, das Vertuschen und die Deckung der Anklage gegen deine Bande 40HV4721T, illegale Drogenherstellung. Dein Geheimnis wurde aufgedeckt. Game over. Du hast deinen Beruf verfehlt, österreichische Stümperin. Die Bestechung und die Einschüchterung waren auch vergeblich. Weichling Jutta und Feigling Markus waren nicht mal fähig, zur Hauptverhandlung zu kommen. Riesige Angst vor der Begegnung mit uns, von Angesicht zu Angesicht? Kaufe dir und deinen Kumpanen lieber einen Lutscher. Es gibt zu viele Zeugen, die gegen dich aussagen wollen. PS. In absehbarer Zeit werden die Informationen über die Illegalität der Wohnungen in Glanekebeck 5 weitergegeben, allen Beteiligten und auch ehemaligen Mietern. Diese werden auch ihre Rechte geltend machen. Und was bedeutet das für dich? Eine Sammelklage. Dein Albtraum, Pauli und Michaela.